Kadettenlogbuch. Erster Eintrag. Kadett David Forrester loggt ein. Heute hat man uns eine Führung durch den Simulator gegeben und ich habe meine Crew kennengelernt. Das ist Jeffrey Korn, mein Navigator. Er entstammt einer der reichsten Familien von Alpha Centauri. Man sagt, dass er zur Kommandoschule ausersehen war, aber verzichtete, weil ihm die Verantwortung des Kommandos nicht liegt. Aber man sagt auch, dass seine Photonentorpedos nie ihr Ziel verfehlen. Am Steuer sitzt Jana Acton. Sie kommt aus der Bergbaukolonie auf Riegel 12 in den Leventinen am Weiten. Sie hat es nicht leicht gehabt. Das Leben da draußen ist ganz schön hart, jedenfalls an den Standards der Föderation gemessen. Mein Ingenieur ist Robin Brady aus dem irdischen Colorado. Er ist ein ruhiger Typ, aber hat mir gesagt, dass er ein Warp-Triebwerk in Rekordzeit auseinandernehmen und zusammenbauen kann. An der Kommunikationszentrale, das ist Wanda Mergea. Sie ist die älteste Tochter eines prominenten andorianischen Botschafters. In Andoria war man recht überrascht, sie Raumflottenverantwortung übernehmen zu sehen. Mein wissenschaftlicher Offizier ist Sturak von Vulcan. Ich habe letztes Jahr in einigen Computerlehrgängen mit ihm zusammengearbeitet. Er ist brillant, selbst nach vulkanischen Standards. Kadettin! Heute Vormittag werden wir die Einführung in die Mission abschließen. Und am Nachmittag erfolgt unsere erste Real-Simulator-Mission. Unsere Feuerprobe. Hoffentlich sind wir bereit dafür.